noch recht langen Donnerstag. Osterglockenrennen für die Amateure. 8 Pferde am Start. Wir sehen zunächst die 3 Wizards. Katharina Kammer. Weiter geht's dann mit der 8 mit Kimberly Fortuna und Willem ten Brink. Start Nummer 2, Volk Lotus Kimberly, Nick Schwarmer in den Besitzerfarben. Schwarz-Gelb. Start Nummer 5, dann Karamei und Julia Holzschuh. Dahinter die 4, Karin Haseler und Nicole Holzschuh. Die 7, Volk, Italien Dynamite, Braun Fußtreter. Daneben die 6, Kamera der Parade beschließt. Das Defilé für unser 11. Rennen. Ja, und das ist genau das Pferd, das wir heute erst sehen. Nämlich, starten wir ein Schild. Ich habe heute schon eine ganz ausgestellt.
deutlich einfacher zu steuern als Frauen gehen, oder? Ich bin ja Antimoko gewöhnt, es war heute sehr entspannt. Ja gut, dass Antimoko heute nicht lief, es hätte wahrscheinlich wieder einen Fehlstart gehabt, weil ich es prädestiniert für den mit Fehlstarts. Ja, das stimmt. Das ist dann morgen, ne? Das habe ich so drin. Die wird der Rennen selbst der Rennen, oder? Die Woche, das hat sie doch richtig gut gemacht, oder? Jetzt musst du was sagen. Nicht rot werden. Ja. Oh. Jetzt kommt was. Danke dir, Nicole. Da kommt mal gut gestartet. Ich möchte nicht, dass das Pferd zu lange jetzt nach dem Rennen hier im Regen steht. Ne, die Eins. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gesagt, hier, wenn ein Pferd, das war ja nur ein Beispiel, wenn ein Pferd stellt. Ja, ich könnte das nur so machen, das ist ganz schön teuer. Ich würde jetzt ein Pferd da hinten auf vier stellen. Franzl. Aber es gibt ein schnelles Pferd, da gibt es auch Druck nach. Ja, wenn man alles kann, das ist die erste Linie, dann muss man auch ein Pferd. Würde ich den jetzt sagen, aber nicht als Tor, als Sohn, als Favorit. Ja, wenn er auf die Seite ist.